So, hallöchen, Freunde, hier mal wieder zu einem Cinema 4D Tutorial. Viele haben sich hier wieder gewünscht. Ich bin leider ein bisschen erkältet, Schnupfen und so. Extra gerade noch mal so eine halbe Stunde lang Nase geputzt, damit man mich überhaupt hört. Und ja, ich dachte mir, ich mache mal wieder eins. Und dann denke ich mal, füge ich jetzt hier mal kurz meinen Greenscreen um. Nein. So, ich hoffe mal, die Zeit hat gereicht. So, bedanke mich nochmal für die paar Abonnenten, die dazugekommen sind, ne? Und zwar dachte ich mir halt heute so, ach ja, komm, heute zeigst du mal irgendwie mal hier sowas anderes, ne? Nicht immer denselben Schrott. Und ja, dann dachte ich mir, ich zeig euch mal einfach mal so Nitro Blast Gedönse, ne? Und was man damit so alles so anstellen kann. Und zwar, ich packe euch den Download-Link in die Beschreibung, sehen wir mal ganz gut schon, wie ich das Ganze hab. Nein, hier müsste es drin sein. Also von da mal, hier Nitro Blast, genau, so, Nitro Blast hier drinnen, Nitro Blast da ist auch. Auto Insta, ja, ja, von wegen. Open Preferences Folder, bla bla bla, eh alle, keine Ahnung. Das war Zeit nicht, sehen, brauchen wir gleich noch. Sag ich mal nochmal ganz kurz eben schnell was Neues auf. So, jetzt, also ihr klickt einmal hier oben in die Zeile rein, ne? Dann schreibt ihr da rein, Prozent. AppData Prozent. Dürfte hier irgendwo so ein Teil sein, das nennt sich Maxen. Macht Doppelklick, dann geht ihr auf die derzeitige Cinema-4D-Version, die ihr jetzt im Moment verwendet. Ja? Also, das ist bei mir jetzt R12. Ja? Und dann nehmt ihr Nitro Blast Dites, macht die Steuerung C, dann geht ihr Steuerung V rein. Ja? Also hier rein. Und dann geht ihr nach Plugins. Gibt die Nitro Blast Dites nochmal und schiebt das nochmal hier rein. Oder kopiert das einfach vom anderen Verzeichnis. Und dann, das habt, dann geht ihr in euer Cinema 4D R12. Ne? Das soll unter dem Pfad hier sein oder ohne dieses X86. Und dann geht ihr hier einfach unter Plugins und packt das da rein, das Nitro Blast. So, und das war's dann auch schon. Jetzt ist aber eine Sache, die habe ich ziemlich lange nicht gecheckt, weil wenn ihr jetzt drin seid, ihr könnt irgendwie keine Objekte brechen oder die Objekte brechen falsch oder irgendwie anders. Das ist irgendwie ziemlich kacke. Deswegen geht ihr auf eure Exe, macht die Rechtsklick als Administrator ausführen, weil Nitro Blast braucht Administratorrechte. Das ist halt so. Und ja, gut, so, dann gehen wir mal in mein Lightroom. Das ist dieser hier. So, den gibt es natürlich auch zum Free Download in der Beschreibung, ne? Und dann gehen wir kurz aus der Kamera raus. So. Und jetzt haben wir mein Lightroom, ne? Wie man sieht, viele hatten mich ja gefragt, OpenGL-Problem mit der ATI-Grafikkarte, die ich drin hatte. Und jetzt habe ich wieder mein Nvidia eingebaut. Ja, zwar ziemlich wenig Grafikspeicher, aber es passt schon. Ihr seht ja, es läuft wieder alles flüssig, ne? Deswegen freue ich mich halt auch irgendwie, ne? Also, es läuft wieder alles soweit, ich kann wieder was machen, ne? Und ja, gut, so, dann machen wir weiter. Als allererstes müssen wir natürlich ein Objekt erstellen. Das kann ein Würfel sein, das kann eine Kugel sein, das kann ein Kegel sein, das... Sekunde, Kegel? Doch, ja, Kegel kann man auch brechen. Kann Kegel sein, kann platonischer Körper sein, kann Öltank sein, ihr könnt sogar so eine Landschaft könnt ihr brechen, ne? Das einzige, was ihr halt nicht so brechen könnt, ist zum Beispiel Dinge, die in einem Atomarray drin sind. Zum Beispiel, nur so, mal so als Beispiel, ihr habt hier so eine Pyramide, ne? Kennt das ja aus ziemlich vielen Intros, wenn halt diese Atomarrays durchfliegen. So, dann gehen wir mal hier oben auf Array. Dann auf Atom Arrays das hier rein. Dieses Teil hier könnt ihr jetzt nicht brechen. Fragt mich nicht warum. Ich wollte das ja bei meinem Murdy Contest Entry, ne? Wer sich, falls ihr überhaupt jemand geschaut hat, Kunde, da wollte ich am Anfang
Hier kommt ja dieses Teil hoch, ne? Und dann fährt das hier durch. Dieses Atom-Array wollte ich durchbrechen. Da habe ich aber auch gecheckt, dass es erstmal gar nicht geht. Also, ich habe wirklich keinen Plan, warum es nicht gehen soll. Vielleicht müsste ich das dann auch nochmal umkonvertieren, irgendwie so ein anderes Objekt. Aber das war mir dann irgendwie auch zu blöd. So sieht es auch ziemlich nice aus, muss ich sagen. Wenn das hier so von dem Verblassten komplett hier so reinläuft, kann ich dann auch nochmal ein Tutorial zu machen. Das sollte sich das Thema sein. Ne, also das hier könnt ihr nicht brechen, aber wir nehmen jetzt zum Beispiel diesen Würfel. Ne? Aber ich finde, der Würfel so sieht noch so ein bisschen langweilig aus. Da machen wir noch so eine kleine Rundung rein. So. Und machen noch so ein bisschen so die Segmente hoch. So. Oh, ekelhaft. Tut mir leid. Aber wenn ihr das schon haben wollt, dann müsst ihr das einmal kurz durch. Ab den nächsten Folgen, falls überhaupt mal wieder jemals eine kommt. Ich hoffe es jedenfalls. Dann wird es natürlich wieder besser werden. So. Ganz kurz irgendwie. Material Preset. Materials. Nehmen wir mal. Iron 3. Und. Ja, ich habe alle Mega Arts Mats gekauft. Solltet ihr übrigens auch tun. Nicht schlecht, diese Teile. Nein, das hätte ich nicht gehabt. Kein Bock, wieder den Content Browser zu öffnen. Das dauert wieder so lang. Wie mit gesamten Material Packs hier. Man sieht ja, sind ja nicht gerade wenig. Besonders die, was sieht denn hier so zum Beispiel am meisten? Keine Ahnung. Relikt Arts oder so. Startet. Ist das fertig, ist aber übermorgen. Und zwar nehmen wir mal dieses schöne Eisen hier von Mega Arts V4. Ja, ich weiß, in meinem Lightroom sieht es nicht so toll aus, ne? Also, Sekunde. So. Ne? Aber passt schon. Obwohl, ja, doch, geht eigentlich ganz klar, ne? So. Und zwar, das brechen wir jetzt, ne? Wichtig ist, dass hier diese Leiste unten nicht schließt oder so. Kann immer sein, andere schalten dann hier oben bei Fenster auf Animation um oder so. Also dieses Fenster jetzt im Moment hier braucht ihr noch. Also jedenfalls bis gleich. Jetzt gehen wir auf Würfel. Und viele, wirklich viele fragen mich immer wieder. Junge Mann, ey, mein Nitroblast ist kaputt, Mann. Nein, Leute, ihr findet das nicht unter Plugins. Und zwar findet ihr das unter Python. Also geht auf Python, dann geht ihr auf Plugins und dann ist es hier. Bomb, Cuts und so, da komme ich vielleicht in einem anderen Video nochmal zu, weil das ist wirklich richtig heavy shit. Mit Spline Break und Cuts habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt und Bomb, verstehe ich immer noch nicht so ganz. Also es ist wirklich simpel eigentlich, aber die Aufmachung, die dahinter steckt, die ist schon krass. So, dann gehen wir jetzt mal hier drauf, ne? Und ja, nun sehen wir ja ziemlich viel, ne? Presets können wir auch noch auswählen, ne? Da werden dann automatisch Materials hinzugefügt, da könnt ihr auch selber einen Style machen. Ja, Quality Medium passt schon. Jetzt kommen wir zu den Pieces. Pieces ist das, wenn ihr einen Text habt, ne? Also so ein Text hier. Bei Texten ist es immer so, also, wenn es ein Objekt ist, ne? Ein einziges Objekt. Wie zum Beispiel den Text, der aber mehrere Objekte in sich hat. Dann ist es die Zahl, die ihr hier einstellt, geht dann für jedes einzelne Objekt. Praktisch, ich gebe jetzt hier ein, bei dem Würfel 150 Teile, ne? Wird das T in 150 Teile zersetzt, das E, das X und das T. Ne? Also, das erste T bekommt 150 Teile, dann das zweite 150 Teile, das dritte 150 Teile. Es ist nicht so, dass der gesamte Text jetzt in 150 Teile zersetzt wird, sondern jeder Buchstabe einzeln. Ne? Deswegen sollte man das jetzt natürlich nicht auf 500 einstellen, weil das kann dann zu ganz leichten Lecks führen. So, nehmen wir mal beim Würfel, da reicht 150 aus, ne? Dann klicken wir mal auf Fracture. Ihr seht schon hier unten, da, Sicherheitswarnung, ne? Und ja, jetzt seht ihr, da wird das dann berechnet. Hier sieht man noch so eine Fortschrittsanzeige. So, fertig. Jop. Jetzt sieht man natürlich, hier sticht über dieses Gelb durch.
weil wir kein zweites Material gesetzt haben. Und zwar nehmt ihr nun das gleiche Material oder ein anderes, je nachdem, was ihr haben möchtet. Vielleicht möchtet ihr da irgendwie Lava drin haben oder so, kann ja sein. Lava, nehmen wir hier mal einfach so das vierte, ne? Ich wollte ihr da irgendwie Lava-Displays mit drin haben, ne? Natos müsst ihr nicht aktivieren innen drin, weil das bringt eigentlich so gut wie gar nichts. Und ja, ich bin schon wieder viel zu weit raus. Nun geht jetzt also auf Mograph Bruch und zieht Nitroblastwürfel da rein. So, das, was viele bis jetzt schon falsch gemacht haben, ist entweder, also falls ihr mir jetzt zuschaut, okay, bitte hört mir ganz kurz zu, okay, bitte einmal ganz kurz hier hinschauen, bevor ihr das jetzt gerade so am selber ausprobieren seid. Ihr müsst erst das zweite Material draufziehen, ne? Also erst das zweite Material draufziehen und dann in den Bruch packen. Ansonsten werden viele Teile unschlüssig sein, also wie soll ich das sagen? Piece 158 ist gelb. Das hat wieder eine Lava-Textur, das ist gelb, Lava-Textur, gelb, 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 gelb. Und das ist wieder eine Lava-Textur. Alles komplett durcheinander gewürfelt, ne? Deswegen erst danach in den Bruch ziehen. Nachdem ihr das in den Bruch gezogen habt, viele machen das ja so, die gehen hier rein und so und dann drücken die hier so auf Peace und ziehen das da raus. Da werden zwischendurch, ja ich weiß, hört sich dumm an, aber da werden zwischendurch irgendwelche Eigenschaften oder so verändert, ne? Und wenn man nicht diese Überobjekte löscht, kann es sein, dass da Rückstände von Dynamics Body Tech drinnen bleiben können. Das heißt, wenn ihr jetzt hier einen dynamischen Boden habt, kann es sein, dass aus Versehen, also das fällt euch nicht in der Preview auf. Es ist mir vorher auch nie aufgefallen in der Preview. Aber es kann dann wirklich sein beim Rennen, dass der Würfel anfängt zu zerfallen. Entschuldigung. Und das ist wirklich ziemlich scheiße. Naja, gut. So. Nun geht jetzt also rechtsklick auf die Nitrobus-Würfel, ne? Und klickt als Überobjekt löschen, ne? Bis wenn jetzt von hier unten geht, das erst, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das 8. Klickt der mal an. Und jetzt habt ihr Nitroblast-Objekt und Main Pieces. Auf den Main Pieces ist ein Dynamic Body Tags, ist ein Dynamics Body Tag. Da erkennt ihr das, dass das die, dass das Teil ist, wo die ganzen Teile drin sein sollen. Das Nitroblast-Objekt ist mehr so eine Art Backup. Also falls ihr das Objekt nochmal braucht, ne, mit den ganz normalen Eigenschaften, dann löscht ihr einfach den Dynamics Body Tag und zieht den Würfel wieder raus. Also einmal Sekunde, ich demonstriere das mal kurz, so das. Und zieht den Würfel wieder raus. Und dann habt ihr den hier, ne? Also das ist, sind auch keine einzelnen Stücke oder so, das ist ein ganz normaler Würfel. Wie wir am Anfang gemacht haben, ne? Nur mit dem inneren Tag. Also innen drin hat er jetzt eine rote Textur, wenn ihr den aufmachen würdet. Mit was genau ihr das macht, weiß ich nicht, aber könnt ihr mal versuchen. Und dann löscht ihr mit der Entferntaste. Am besten empfehle ich immer die Entferntaste. Ich schau mal kurz, ob ich einen Screenshot finde, ansonsten mache ich ein Foto mit meinem Handy. Die Entferntaste über der Hoch-, Runter-, Links-, Rechts-Tasten, weißt du? Da wo Ende, Einfügen, Position 1, Bild auf und ab ist, die Entferntaste empfehle ich immer. Weil bei der anderen, ich weiß nicht, die habe ich früher auch verwendet. Aber wenn ihr euch einmal in After Effects dran gewöhnt habt, dass ihr mit der unteren rechten Taste die Audio-Vorschau machen könnt, ne? Da müsst ihr ja die obere linke benutzen, ne? Also, auf dem Teil ist die untere linke, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Und zwar das Nitroblast-Objekt können wir jetzt löschen. Und dann haben wir wieder Main Pieces. Da drücken wir wieder Rechtsklick, als Überobjekt löschen. Dann können wir Static löschen, das ist eh leer. Und jetzt sind wir bei Dynamic angekommen. Dynamic, das heißt die Stückanzahl kriegen wir wieder als Überobjekt löschen. Jetzt haben wir alle Teile drin. Der Bruch ist dafür da, dass wir irgendwelche Mograph-Effekte darauf anwenden können. Und dass es alles in einem Ordner bleibt, ne? Also ansonsten müsstet ihr jedes Teil einzeln animieren, das wäre scheiße. Und ja,
So kommen wir dann jetzt zum Bruch. Genauso wie ich das jetzt hier mit dem Objekt hier zeige, ne? Also mit dem Würfel, könnt ihr das auch mit jedem anderen x-beliebigen Objekt machen. Auch mit dem Text, ne? Für den Text geht das genauso. Ne? Zeige ich euch auch danach nochmal. Haben wir den Bruch. Jetzt gehen wir auf More Graph. Und dann können wir uns einfach einer der Effektoren aussuchen. Ne? Also ihr könnt wirklich alles damit machen. Ihr könnt auch PolyFX oder das Extrudier-Objekt benutzen. Ne? Also wie ihr möchtet. Ne? Aber das Beste, also das, was ich jedenfalls am besten finde, ist zum Beispiel einmal den Forme-Effektor. Weil, ja, dazu kommt vielleicht nochmal ein Tutorial, da zeige ich das dann auch nochmal extra, was man da dann genau mit den Teilen machen kann. Und zwar, wir kommen jetzt erstmal zum Simple-Effektor. Ja, sieht schon hier, what the fuck, was ist jetzt passiert? Wir stellen es einmal kurz auf 0, hier, den Parameter. Und zwar können wir es hier mit einstellen, von wo soll das Teil kommen. Ne? Also von wo soll der Befehl kommen. Und ich persönlich empfehle das aber nicht, weil das ist ziemlich buggy. Wie man auch hier vorne jetzt gerade gesehen hat. Mit den Lava-Stückchen. Ne, das würde ich nicht machen. Deswegen Position einfach ausmachen. Wir machen Winkel und Skalierung an. Ne? Sagen wir erstmal, wir lassen erstmal Winkel weg, weil wir machen das gleich mit dem anderen Effektor. Wir müssen erstmal wieder auf gleichmäßig skalieren. Minus 1, die meisten von euch kennen das schon aus meinen anderen Tutorials. Bei aus dem Nichts hereinkommen. Jetzt gehen wir oben auf Abnahme. Und zwar Form, linear. Ne? Ihr könnt natürlich auch irgendwie Quelle, Ring, Würfel machen, wie ihr möchtet. Ne? Und zwar kommen wir jetzt zu der Ausrichtung. Ich habe es zwar schon mal erklärt, aber manche Leute sind halt wirklich ziemlich neben der Spur. Ne? Und zwar, die Ausrichtung zeigt die Richtung an, wie man hier sieht. Ne? Und seht ihr diesen kleinen gelben Pfeil drin, ne? Ne? Der hier anzeigt. Der zeigt, in welche Richtung, wenn man das jetzt ziehen würde, in welche Richtung die Teile verschwinden. Also in welche Richtung der Effektor angewendet wird. Wenn ich das jetzt hier zurückziehe, dann baut sich der Würfel wieder auf, ne? Und ihr seht, das sieht ziemlich nice aus. Beispiel jetzt hier so, ne? Das sieht ziemlich nice aus so. Ich glaube mal, der berechnet gerade das Displacement. Es dauert ziemlich lange mit dem Displacement, aber es sieht ziemlich nice aus, kann ich euch versprechen. So, und zwar, ich muss sagen, wenn ihr jetzt einen Text habt, ne? Dann würde ich sagen, ich stelle die Ausrichtung auf minus x, das ist halt so in diese Richtung, ne? Oder ich stelle das alles genau in die Mitte, ne? Ungefähr so. Dann könnt ihr dieses Teil selber drehen, in welche Richtung ihr das haben wollt, ne? Ihr könnt das auch in die anderen Richtungen drehen. Ihr müsst es nicht an der Ausrichtung aufstellen. Aber bei der Ausrichtung wird es halt punktgenau, ne? Dann wird es genau auf den Punkt genau gesettet, ne? Und wenn ihr jetzt einfach eine Animation machen wollt, ne? Wie zum Beispiel ich bei dem Melody Contest Entry. Ihr geht einfach hin. Zum Beispiel, wenn ihr so eine Aufbauanimation beim Text haben wollt, ne? Müsst ihr halt genau ausrechnen, wie viele Sekunden ihr braucht, bis der Drop kommt, warum Lied, ne? Zum Beispiel jetzt 50 wäre dann 2 Sekunden. Dann zieht ihr einmal so durch. So. Keyframe. Jetzt hier so eine schöne Aufbauanimation. Ich weiß einfach, dass ich den ersten Keyframe viel zu weit weg gemacht habe. So. Achso, und immer schön nachrendern, ne? Es kann nämlich zwischendurch auch sein, dass da dann wirklich Teile noch zu sehen sind. Wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, hier. Die sind also als Partikel, einfach so ein Bild wahrzunehmen. Das ist schon richtig oft passiert. Wegen aufpassen. Und dann hat man hier so eine flüssige Aufbauanimation. Da könnt ihr auch gerne noch hier so in die F-Kurve gehen und so, ne? Aber das brauchen wir alles nicht, ne? Und so. Und zwar kann man so eine ziemlich flüssige Nitroblast-Animation machen. Ne? Ihr seht. So, zack.
Zack. Zack. Zack. Und ja, nun, ich muss mal ein bisschen beeilen. Wir sind nämlich schon bei 20 Minuten. Wieder so viel Zeit verplempert, tut mir wirklich leid. Und zwar zu dem Simpe-Effektor. Wir gehen erstmal so hier so auf die Mitte. Ne, sagen wir mal so. Dann gehen wir, klicken wir nochmal auf den Bruch. Mal Graph, Effektoren und dann Zufall. Der Zufallseffektor muss genau mit dem Simpe-Effektor laufen. Deswegen empfehle ich immer, wenn ihr den Zufallseffektor anmacht, Zufall und Simpe löschen und dann Simpe und Zufall nochmal neu animieren. Na, mach das jetzt mal ganz kurz. So, nun sind wir wieder hier. Und zwar, ich habe jetzt bei beiden, bei Abnahme, die minus x eingestellt, ne? Und wir sehen schon, ne? Jetzt sind hier beide Pfeile in diese Richtung, vom Zufall sowie vom Simpe. Und jetzt können wir, die Steuerungstaste drücken, bei euch vielleicht auch Control oder so, ganz unten links auf der Tastatur, ne? Bei Laptops gibt es da wahrscheinlich noch so eine Fn-Taste. Ihr drückt nur die STRG oder die CTRL-Taste. Haltet die gedrückt, wenn ihr einmal... Jetzt klickt ihr irgendeins von beiden an. Und jetzt drückt ihr die Control-Taste oder Steuerung und klickt den Simpe-Effekt an. Dann habt ihr beide ausgewählt, ne? Und jo. Jetzt könnt ihr einfach in den Zufall reingehen. Könnt ihr noch so ein bisschen hier so mit den Settings rumspielen. Ich muss aber gerade mal... Ah, ich habe den Zufall nicht richtig ausgewählt. Jo, das tut mir natürlich leid. So. Bisschen hier so mit den Settings spielen, ne? Wie weit das jetzt so auseinandergehen soll. So ungefähr sieht ziemlich nice aus. Nein, das wird zu vieles gucken. Vor und zurück. Den Parameter unten. Und ja. So. Wenn ich jetzt hier so auswähle, dann sehen wir, ah, das sieht schon ziemlich nice aus, ne? Ja, wieder bis 50. Was man auch machen kann, ne? Was man auch machen kann. Man kann zum Beispiel den Zufallsfaktor 10 Frames vorsetzen. Ne? Also sagen wir mal hier so, 8 Frames, das reicht schon. So, ne, dann, oder ein bisschen mehr. Ne? Seht ihr das? Dann baut sich das erst auf, ne, so mit dem Zufall, und dann wird das wieder so korrigiert. Sieht auch ziemlich nice aus, ne? So, ich renne das Ganze mal kurz durch. So, nun sehen wir das hier mal so durchgerennt, ne? Man sieht, dass wenn der Zufallsvektor ein bisschen so zurückhängt, dass dann hier überall noch so diese kleinen Teilchen auftreten. Wer, okay, nur als Beispiel, wer den bei E-Mail, ich mach mal ganz kurz auf so. Wer das bei E-Mails Lightroom V2 gekauft hat, wird hier dieses harte Displacement Material finden. Das habe ich auch bei dem Intro von U-Studios verwendet, ne? Wer es geschaut hat, ich zeig das mal ganz kurz. Das komplett falsch sortiert. Einmal bitte umsortieren. So. Sekunde ganz kurz. So. Hier so zum Beispiel sieht, das ist dieses Material, ne? Und zwar, wenn ihr das Displacement nicht so hoch einstellt, dann seht ihr, dass die komplette Platte, ne? Also ich habe hier noch so ein normales Graus, nicht Graus, sondern so eine schwarze Steintextur drüber gelegt. Ich glaube mal, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das von TechFly ist. Das Material Pack gab es kostenlos von TechFly, ja. Vielleicht, ich glaube mal, dass es das hier war, schwarzer Stein. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und zwar, wie man jetzt hier sieht, ne? Da, das ist überall hier so brüchig, ne? Wegen dem ganzen Displacement. Ah ne, wartet mal. Das war dieses Methyl. Ich habe das Displacement nur ein wenig runter gemacht, ne? Also ich bin mal bei ihm hier gegangen, ne? Hier so. Mats. Soll keine Promo sein. Aber wenn ihr sowas hier habt, ne?
So eine Textur hier sucht ihr euch raus, ne? Lava, JPEG. Macht ihr die Displacement, macht ihr hier die Stärke, ne? Dann ist das wirklich so, also ihr geht hier rechtsklick, dann geht ihr auf Double Torus G, ne? Habt ihr das? Und zwar, wenn das nicht auf so hoch eingestellt ist, ne? Dann sieht man natürlich, wie das richtig aussieht, so. Ne? Und ich denke mal, ich habe das so auf 25 oder so gemacht, ne? So, so wie es halt passt. Und ja. So. Ja, das war's dann auch soweit von dem Nitro Blast Tutorial. Wenn ihr mein Nitro Blast Intro Tutorial haben möchtet, dann sagt Bescheid, ne? Lightroom und Materials von mir, ne? Sind kostenlos in der Beschreibung verlinkt. Und ja, bis dahin dann, ich hoffe, die Serie hat euch gefallen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich als nächstes zeigen soll. Vielleicht mal Minecraft-Intro oder so, ne, wie man die Maps importiert und so. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, ihr haut rein, ne? Und ich bin dann jetzt mal das Video schneiden. Ach, das kann wieder dauern. Gut. Ciao, ne?